Multiple Sklerose einfach erklärt. Multiple Sklerose, kurz MS, ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. In Deutschland gibt es mehr als 280.000 Betroffene. MS ist die häufigste Erkrankung des Zentralnervensystems bei jungen Erwachsenen. Was macht das Zentralnervensystem? Das zentrale Nervensystem, auch ZNS genannt, besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark. Es ist die Schalt- und Verarbeitungszentrale aller Nervenbahnen und ihrer Informationen. Das ZNS sendet Impulse aus. Dabei handelt es sich um motorische Signale, die zur Bewegung der Muskeln führen. Beispielsweise beim Sehen oder bei der Fortbewegung. Auch die Steuerung unseres Bewusstseins, das logische Denken sowie die Verarbeitung von Informationen und Emotionen gehören zu den Aufgaben des Zentralnervensystems. Damit diese Informationen weitergeleitet werden können, kommunizieren Nervenzellen, auch Neuronen genannt, über elektrische Signale miteinander. Diese Signale werden entlang der langen Fortsätze des Nervs, den Axonen, weitergeleitet. Um den Informationsfluss zu beschleunigen und zu schützen, sind die Axone von einer isolierenden Schicht umgeben, der Myelinscheide. Doch was geschieht bei Multipler Sklerose? Normalerweise sind die Abwehrzellen unseres Immunsystems dafür zuständig, Krankheitserreger zu bekämpfen. Bei MS greifen bestimmte Abwehrzellen fälschlicherweise die schützenden Hüllen der Nervenzellen, die Myelinscheiden, an. In der Folge kommt es zu Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark, die zu den vielfältigen Symptomen der multiplen Sklerose führen. Erste Anzeichen von MS können Müdigkeit, Sehstörungen, Bewegungs- und Gefühlsstörungen sein, die jeden Teil des Körpers betreffen können. Multiple Sklerose kann im Verlauf der Erkrankung eine Vielzahl von Symptomen hervorrufen. Dazu gehören Muskelschwäche, Lähmungserscheinungen, Spastiken, Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen, kognitive Störungen, Gefühlsstörungen sowie Störungen der Blasenfunktion und der Sexualität. Allerdings sind nicht alle Patienten gleichermaßen betroffen. Multiple Sklerose ist heute gut behandelbar, vor allem wenn sie früh erkannt wird. Daher ist es wichtig, Symptome ernst zu nehmen und frühzeitig einen Arzt aufzusuchen. Informieren Sie sich über Multiple Sklerose.